Ja, man sagt, ein Nachtwasser ist ja da so von früheren Hierarchie gewesen. Und da haben sich immer die älteren Leute, haben sich ja bereit erklärt, so gut, ja wahrscheinlich gar nicht. Und die haben sich bereit erklärt, immer etwas für die Bergleute zu tun. Die Rente an der Stelle. Damals wurden noch die Rente ausgezahlt. Dann ist man in eine Kneipe reingegangen und dann war der Knappsatzhelfer, der hatte die Geldkassette mitgehabt und dann mussten sich die Leute irgendwie hier sitzen. Worum der Knappsatzhelfer? Da sitzen die Leute, da wurden sie aufgerufen, dann sind die Geld ausgezahlt. Und dann ist er auch wieder weggefahren. Ist auch Gott sei Dank. Und ja. Dann haben wir im Laufe der Jahre ist alles moderner. Ich habe zum Beispiel meine Rentenanträge, ich habe seit 86 habe ich nichts gemacht, musste dann aus gesundheitlichen Gründen von meiner Frau, habe ich dann die Arbeit aufgegeben und habe den mit Computer gemacht. Wirklich herrlich, einmalig schön. Kann ich heute auch noch machen. Okay, ja, in der Bergbaukrise gab es ja dann von der Regierung Stilllegungsprämie. Und da wurden auch viele Zechen stillgelegt, die eigentlich super gearbeitet haben. Was ist das denn für ein Gefühl für einen Berg, ich meine, wenn man richtig profitable Betriebe zumacht? Ja, auf Deutsch gesagt gibt es ein Wort, das sage ich aber hier nicht. Aber wir hatten auf der Frau damit nichts zu tun, die ersten Jahre. Und erst später, aber das hielt sich an die Grenzen. Schlimm war es bei der RAK, die hatten dann wichtige Feierschichten. Das waren auch Lohneinrichtungen, das war schon schlimm. Aber die Situation haben wir natürlich auf der Frau nie erlebt. Und mir ist schade, dass 110 Jahre auf Frau jetzt zu Ende. Das ist sehr schade. Okay, ja, demnächst wird es eine Legende sein. Ich möchte mal an eine andere Legende erinnern, nämlich an das Wunder von Lengelberg. Ist ja gar keine Legende, ist eine wahre Geschichte. Norbert, was hast du da in Erinnerung? Ich erinnere mich gut, dass eigentlich Frauen und die Kinder alle nur vorm Fernseher saßen und immer so oft kamen, dass noch mehr Männer wieder hochgebracht werden. Und du warst ja in der Zeit aktiv. Wie war das für dich? Ist natürlich klar, wenn man selber unter Tage ist, kann einem das ja auch passieren. Und wir waren geschockt gewesen, alle, ich denke alle, nicht nur die Bergleute alleine, die waren geschockt gewesen, wie sie hörten von dem Wassereinbruch. Und dann haben die da die Dalbuschbombe, haben sie, das ist wohl ihre Idee gewesen, irgendeiner hat eine Idee gehabt, mit der Dalbuschbombe werden wir die Leute rausholen. Und die haben sie ja Gott sei Dank auch rausgeholt. Oder nicht? Ich meine, das ist ja, sollte sich mal einer vorstellen, wenn er unterm Dach ist und dann kommt irgendwo raus, völlig raus und so, wie die Leute sich erfüllen, wenn man das selber so mal mitgemacht hat. Aber ich habe trotzdem keine Angst. Ich bin weiter im Bergbau geblieben. Ich bin immer gerne im Bergbau dabei, weil schon dieses Runterfahren war immer gesichert gewesen. Unten war der Fördermaschinist, unten war dann der Anschläger auf der Sohle an der Hängebank und unten auf der Sohle war dann auch wieder ein Anschläger. Und dann ging das nur mit sich klar. Das war sicherer, als wenn ich heute mit dem Fahrstuhl war. Hier, der Herr Wilker, der weiß, wenn ich in die Maler Zeitung reingehe, laufe ich immer diese Stufen hoch. Alle laufen. Ja, okay, wenn man euch so reden hört, dann merkt man, dass ihr eine richtige Begeisterung für eure Arbeit hattet. Ich glaube, es gab auch den Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Kann